Was ist Deutsch? Ich bin Deutsch. Ich fühle mich durch und durch als Deutsch. Ich bin hier in Berlin geboren und aufgewachsen und das ist meine Heimat. Natürlich habe ich das Gefühl, dass ich zu Deutschland gehöre, weil ich nichts anderes kenne. Deutschland ist mein Zuhause. Ich bezeichne mich als Deutsch-Türkin, weil mir die Gesellschaft halt immer wieder gesagt hat, hey, du bist nicht deutsch. Ich kann machen, was ich möchte. Ich kann meinen Namen ändern, ich kann meine Haare färben und trotzdem werden mich die Menschen hier niemals als hundertprozentig deutsch ansehen. Allein aufgrund meiner jüdischen Herkunft wurde mir schon zigmal erklärt, dass ich eigentlich nicht deutsch bin oder deutsch sein kann. Ich bin nicht selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft, sondern ich muss mir das irgendwie erarbeiten. Ich muss beweisen, in dem, was ich tue und wie ich mich verhalte, dass ich besonders deutsch bin. Es sind diese Kleinigkeiten, diese Herabwürdigungen, die man jeden Tag erlebt. Als kleines Kind bist du felsenfest davon überzeugt, dass du ja deutsch bist und aus Deutschland kommst, bis halt auch in der Schule immer wieder diese Fragerei beginnt. Woher kommst du? Woher kommst du wirklich? Man kommt schnell in so eine Identitätskrise, dass man sich so entscheiden muss, was ist man dann jetzt? Es geht darum, Menschen, die so aussehen, wie ich aussehe, aus der Gesellschaft rauszudrängen. Ein anderer Mensch in dieser Gesellschaft wahrgenommen zu werden, bedeutet gleichzeitig auch Gewalterfahrungen zu machen oder bedeutet Ausschlusserfahrungen zu machen. Ich war 7 Jahre alt und wurde eingeladen zum Spielen, zum Playdate, so wie man das sagt. Ich dann da gewesen, dachte so, jetzt gibt's halt Essen und dann meinte halt die Mutter, so ein Dreckspack wie dich fütter ich doch nicht durch, geh mal wieder dein. Wo du hergekommen bist, aber schnell, ne? Aus dem Busch kommst du doch. Ich war auch schon im Schwimmbad, wo mir dann dreimal gesagt worden ist, dass es eigentlich nicht üblich ist, dass Menschen wie ich hier schwimmen gehen. Ich bin auf der Straße gelaufen und es kam mir ein Mann entgegen und der hat mir ins Gesicht gespuckt. Und er hat dann gesagt, scheiß Moslem. Die Verkäuferin weigerte sich, mit mir Deutsch zu sprechen. Und, aber im Hintergrund höre ich natürlich, wie sie mit ihrer Kollegin auf Deutsch über mich lästert, obwohl ich ihr klar gesagt habe, ich spreche Deutsch, ich verstehe sie. Die Hautfarbe und die vermeintliche Rasse oder ethnische Zugehörigkeit macht schon einen Unterschied, wie man beurteilt wird. Homophobie, Judenhass, Hausfrau sein, keinen akademischen Grad haben. Ich hatte auch schon Situationen, wo mich Leute gefragt haben, ich meine, in meinem Alter, ja, dass ich noch draußen bin, finden sie toll, um die Uhrzeit, ach, dass ich nicht verheiratet wäre, ach, du trinkst Alkohol, geht das? Es ist natürlich ein Struggle, die ganze Zeit den Leuten beweisen zu müssen, hey, ich bin kein Fundamentalist und ich bin auch Feminist. Es hieß immer bei mir, boah, Melissa, du hast so helle Haut, hast du dir die Nase operieren lassen? Die anderen Türken haben doch immer hier so eine... Nee, die spricht ja Deutsch. Ja, ich spreche bestimmt besser Deutsch als du. Dass man dann immer so als Türkei-Expertin dann wahrgenommen wird. Also irgendwas passiert in der Türkei. Was sagst du dazu? Was weiß ich? Also ich lebe doch auch hier. Sag mal, dein Präsident, ne? Was macht der eigentlich da in deinem Land, in deiner Heimat? Und du immer wieder denkst, nein, also meine Heimat ist jetzt eigentlich Deutschland. Diese Frage, was ist Deutsch? Also das konnte mir ja bis jetzt immer noch keiner irgendwie wirklich erklären. Sagt man, wer pünktlich kommt, ist Deutsch, weil das ja Attribute sind, die man ja Deutschen zuschreibt. Kenne ich sehr viele, die es nicht sind. Also weiß ich nicht, alle, die Schweinefleisch essen. Ich glaube, es gibt kein typisch deutsches Aussehen. Man kann Menschen nicht ansehen, ob sie deutsch sind oder nicht. Das sieht man nicht. Also ich träume Deutsch. Ich denke Deutsch. Deutsch ist die Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann. Und ich würde sagen, das macht mich doch schon ziemlich deutsch. Teil sein der Gesellschaft,
ist für mich deutsch sein. Was sind diese 3, 4 deutsche Werte, auf die wir uns alle einigen? Mein Vater hat mir beigebracht, sparsam zu sein, pünktlich zu sein und respektvoll mit meinem Gegenüber umzugehen. Ist es jetzt eine kurdische Kultur? Ich bin definitiv nur dann deutsch, wenn ich erfolgreich bin. Wenn ich ein Problem habe, wenn ich vielleicht scheitere an irgendetwas, dann bin ich einfach nur der Kanake. Also jemand, der mich aufgrund meines Namens oder was auch immer als nicht deutsch bezeichnet, der hat einfach tatsächlich meiner Meinung nach Deutschland nicht verstanden, weil wir sind auch ein Immigrationsland. Wie ich das wahrnehme, sind rassistische und antisemitische Stimmen in den letzten Jahren lauter geworden, als sie früher waren. Ich sehe da auch einen Zusammenhang mit dem Einzug der AfD in den Bundestag. Die Angst der Menschen, dass Deutschland bald nicht mehr Deutschland sein soll. Also, wenn ich mich mit dem Gedankengut dieser Menschen auseinandersetze, ist das Erste, was ich mich frage, definier mir das, was du als deutsch empfindest und sag mir, dass ich es nicht bin oder dass ich das kaputt mache, was du als deutsch definierst, mit meinem Dasein, also mit meiner reinen Existenz. Mache ich das wirklich kaputt? Vielleicht will man an diesem Deutschsein, was es auch ist, irgendwie hängen bleiben. Vielleicht will man es auch gar nicht wahrhaben, dass es so ist, dass wir doch so vielfältig sind. Es gibt gute Migranten und es gibt schlechte Migranten. Die haben irgendwie so dunkle Haare und die sind vielleicht Muslime. Die sind ja nicht so, wie wir eigentlich Menschen in Deutschland haben wollen. Und die guten Ausländer, die westlichen Ausländer, die EU-Bürger, die sind dann plötzlich nicht Ausländer, sondern Expats. Warum ist Französisch sexy und Spanisch wollen alle lernen, weil es total toll ist? Und wenn es dann zu Türkisch kommt oder Arabisch, hat man Angst davor? Warum hat man keine Angst vor den Spaniern oder Franzosen? Weil es Christen sind? Warum musst du in Angst leben? Und warum musst du mir das Gefühl geben, nicht richtig zu sein, wie ich bin, nur weil ich nicht genauso bin oder in die Richtung denke oder so aussehe wie du? Ich verstehe Menschen nicht, die Angst haben vor einem gesellschaftlichen Wandel. Aus Vielfalt entstehen ja eher positive Dinge. Wenn Menschen eine homogene Gesellschaft herbeiträumen und darüber sprechen, dass sie doch gerne wieder eine homogene Gesellschaft hatten, dann wird, glaube ich, gerne übersehen, dass der einzige Grund, warum es vielleicht eine einigermaßen homogene Gesellschaft gab, der Grund war, dass diejenigen, die in dieses Konzept nicht reingepasst wurden, deportiert und ermordet wurden. Weniger Angst vor dem Fremden, mehr Zusammenleben, mehr einander verstehen. Das ist, denke ich, wichtig für die Zukunft. Dass es nicht immer wir und ihr sein müsst, sondern ein uns gibt. Dass wir gesamtgesellschaftlich einfach Dinge machen und verändern sollten, anstatt immer auf das Anderssein bei einem anderen Menschen aufmerksam zu machen, weil es bringt niemandem was, es bringt uns nicht voran. Deutschland ist bereits eine Einwanderungsgesellschaft, das ist nicht in der fernen Zukunft, sondern das ist die Realität von heute. Die multikulturelle, multiethnische, multireligiöse Gesellschaft ist, wie gesagt, längst Realität. Die muss aber auch wahrgenommen werden. Was ich immer wieder wichtig finde, ist, dass man gute Vorbilder schafft, dass man Menschen mit Migrationshintergrund oder POCs nach vorne stellt, in die Chefetagen holt. Ich glaube, wir müssen das Deutschsein einfach neu denken. Und solange Deutschsein daran geknüpft ist, dass man dieses komische andere nicht haben sollte, dann werden wir nicht weiterkommen. Dass das Deutschsein eben jetzt keine Frage des Blutes ist oder der Vorfahren ist, sondern entweder der Staatsangehörigkeit oder der eigenen Identität. Deutschland ist offen, multikulturell, hier leben viele Menschen ganz, ganz friedlich miteinander. Und die Menschen, die anderen Menschen das absprechen, deutsch zu sein oder sich hier heimisch zu fühlen, weil sie nicht dem Bild entsprechen, das sie haben von einer deutschen Person, diese Leute gehören nicht zu Deutschland.